Der junge Herr möchte sich 5 Euro verdienen. Und er hat seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Und er hat außerdem einen Cheeseburger-Vertrag mit McDonald's abgeschlossen. Aber nun hat er 3 Minuten Zeit, sich dieser Aufgabe zu widmen. Er darf sich moralisch vorbereiten, noch 50 Sekunden, bis die Wette anfängt. Übrigens sehen Sie hier den amtierenden Realschulhalter. 10 Cheeseburger in 10 Minuten, damit ist er weiterhin einsame Spitze. Nun heute 5 Cheeseburger in 3 Minuten und er hat noch 30 Sekunden, um sich nochmal in sich zu gehen. Und sollte er es nicht schaffen, liegt schon bereit ein Druckmittel. So. Und da läuft 5, 15, 14, bin ich überhaupt auf dem Bild? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 16.22 Uhr ist es jetzt. Um 16.25 Uhr muss der Mund leer sein. Und dann schenke ich Ihnen diesen netten Schein. So. Ich glaube, das zieht gar nicht. Und sollte er die Wette nicht schaffen, freuen wir uns über einen netten Cheeseburger. Schauen wir mal, Zwischenbericht. So. Wir haben die ersten 30 Sekunden. Er ist gut, sehr gut im Rennen, muss man sagen. Nicht schlecht. In dem Zeitraum schafft er es auf alle Fälle. Dann wird er einen armen Lehrer mehr geben in Deutschland. So, wie schaut es jetzt aus? Ah, noch immer noch gut im Rennen. Wie gesagt, Sie sehen hier den amtierenden Schulrekordhalter, der erst in einem dramatischen Finale gescheitert ist. Nach 14 von 15 Cheeseburgern gab er auf. Er fühlte sich im 11. Monat, aber er schaffte es nicht. So, Bilanz, noch 1 Minute, 50 Sekunden. Allmählich neigen sich mir die ersten Zweifel, aber es ist alles noch machbar. Sollte er es nicht schaffen, liegt das natürlich nicht an den Cheeseburgern, sondern eindeutig an dem schwarzen Anzug. Denn bei Temperaturen um die 38 Grad im Schatten am 9. April. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, es wird langsam eng. Die letzte Minute nähert sich. Und um vielleicht sein Essen zu beschleunigen, möchte ich noch sagen, heute ist übrigens Karfreitag, wo streng katholische Leute kein Fleisch essen. Vielleicht sollte man deshalb etwas schneller essen, damit diese Wette noch gewonnen werden kann. Ja, weiterhin gut im Rennen. Noch ist alles drin. Die Zeit läuft noch sehr gut. Er hat immerhin noch 40 Sekunden, um den nächsten Cheeseburger komplett zu verschlingen und einen leeren Mund zu haben. Oh ja, nicht schlecht. Aber jetzt wird es langsam ernst. So, der Countdown läuft langsam und wir werden auf die Kontrolle des leeren Mundes nur oberflächlich eingehen. Durch einen kurzen, eine Sekunde dauernden Blickes wollen wir uns überzeugen, ob der Mund in 8 Sekunden oder in 5, 4, 3, 2, 1, 0 Sekunden leer ist. Ich glaube, wir verzichten drauf. Bitte zur Kamera den Mund öffnen. Nochmal bitte. Befürchte ich, er wird anstatt des 10-Euro-Scheines eine Portion Erdnüsse gratis dazu bekommen. Juhu! Auf Kosten des Hauses ein Glas Wasser. Damit Prost! Okay, Kinder, tja.